Es ist eine Frage der Ehre für die bislang enttäuschenden Schweden beim Heimspiel in Malmö. Im skandinavischen Derby gegen den Topfavoriten Norwegen. Die Schweden sieglos in der Hauptrunde. Peinliche Pleite gegen Portugal, Disziplinlosigkeit. Nur ein Sieg gegen den Erzrivalen könnte die Fans versöhnlich stimmen. Norwegen beginnt jedoch stark. Overby mit dem 1:0. Gleich mal vom Erlanger Kreisläufer ein technisches Kabinettstückchen. Schweden antwortet über die Außen. Pettersen vom SC Magdeburg. 1:1, aber früh wird klar, dass der Vize-Weltmeister die größere Athletik aufbietet. Röth, 2:1, sie geben sich erstmal kaum eine Blöße. Dann der erste Auftritt ihres Superstars, Sander Sargosen beim 7 Meter. Kompromisslos die schnelle 2-Tore-Führung. Auf der Gegenseite das genaue Gegenteil. Pettersson gleich zweimal entschärft von Torbjörn Bergerud. Der Keeper der SG Flensburg-Handewitt erwischt einen absoluten Sahnetag. Auch aus dem Spiel heraus. Da wuselt sich Lagergren mal toll durch und findet in Bergerud seinen Meister. Doch auch die Gelb-Blauen haben einen Bundesliga-erfahrenen Rückhalt. Palika von den Rhein-Neckar-Löwen. So bleibt seine Partie mit wenigen Toren. Mal wieder die Norweger. Erst das 11:8 durch den Wetzlarer Björnsen. 28. Minute der Magdeburger O'Sullivan. Wunderbares Zuspiel, toller Treffer. In dieser Phase viele Ballverluste der Schweden. Immerhin vor 2 Jahren Vize-Europameister. Die Norweger spielerisch stärker. Immer wieder das Muster. Sargosen auf den Linksaußen von Flensburg. Das 12:8 durch Jöndal zur Pausenführung. Nach dem Wechsel gleichen sich die Bilder zunächst. 7 Meter, diesmal Tolbrink, aber Bergerud scheinbar unüberwindlich. Und vorne haben sie ihren Topmann in Topform. Sander Sargosen heute erneut mit 8 Treffern. Bester Schütze. Doch dann dezimieren sich die Norweger selbst. 2 2-Minuten-Strafen erst gegen Tangen und dann O'Sullivan. Und wieder das Duell. Pellas gegen Bergerud. Ein unglaublich wichtiges Ding. Der Mann des Spiels pariert 3 von 5 Versuchen von der Strafwurflinie. Dennoch, es bleibt bei 6 gegen 4 Feldspieler, das bietet Räume. Der junge Grinz, die Schweden hoffen wieder, angetrieben durchs fantastische Publikum. Und die Gäste zeigen tatsächlich eine Zeit lang Nerven. Schrittfehler Johannessen, es ist zum Haare raufen, Trainer Berge und der Nervenkrimi. Die Schweden holen weiter auf. Ekdal Düri, 22:20 insgesamt, aber nur 2 Tore bei 8 Versuchen von ihm, eine zu schwache Quote. Das Ende der Partie bleibt geprägt von den Protagonisten. Hinten Bergerud. Unglaublich. Und vorne die Willens- und Wurfkraft von Sargosen. Der künftige Kieler mit der Entscheidung zum 23:20. Ein Feuerwerk der Emotionen. Sie haben es tatsächlich vollbracht. Schweden ist niedergerungen. Der Treffer nach der Sirene. Norwegen damit weiter ungeschlagen, klar auf Kurs Halbfinale, während die Schweden als Tabellenletzter sicher aus dem Medaillenrennen raus sind und in eigener Halle den Jubel der Nachbarn über sich ergehen lassen müssen.